ICE 525 München Hauptbahnhof. Es ist 7.55 Uhr. Wir fahren die Baureihe 403 von der Deutschen Bahn auf der Strecke Münden-Aschaffenburg. Und ich würde sagen, wir beginnen. Als allererstes müssen wir mal die Türen entriegeln, aber dafür müssen wir den Richtungswender nach vorne verlegen. Dann können wir die Türen öffnen, das Licht einschalten, Störung. Störung. PZB Zugriff der Einflüsse. einschalten. WB gesperrt. WB gesperrt. So. AFB hat sich auch mittlerweile AFB. eingeschaltet. Da können wir die auf Stufe AFB. 40 stellen. Die Zugsicherungssysteme einstellen. So. Dann wären wir eigentlich soweit, glaube ich. Spitzensignale machen wir auf normal. Ja. Dann dürften wir soweit sein. Übrigens damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von TrainSymbol 3, der Danny Spitters. So. Da wären wir. Ich würde sagen, im Ausfahrt. Dienstvorgang eingeleitet. Lösen die Bremsen. Fahren 10 Kilometer nach Lohr. Muss befreien. Können dann dementsprechend natürlich auch aufschalten. Natürlich. So, dann dürfen wir mit Sicherheit gleich auch aufschalten. Es geht ein Stück nach oben auf 60. Aber dabei jetzt nicht bleiben, siehst du, habe ich doch gesagt. Noch 110. Die SIFA. Ist übrigens ein ungeleiteter ICE, der hier auf der Strecke fährt. Von Gemünden nach Aschaffenburg. Der ICE 525. Wunderschön. Wunderschön. So, wir haben zwei außerplanmäßige Halte. Einmal der in Lohr und dann noch einen. So, dann dürfen wir gleich 130. Ja, da hinten die Funken sprühen am Stromabnehmer. Der sich da unter der Le an der Oberleitung entlang zieht. Wunderschön.
Einfach nur traumhaft. Traumhaft. So, sie fahren. Und wir dürfen schneller fahren. 150, beziehungsweise 130. 150 kommt gleich erst. Da seht ihr die Kulisse. Wunderschönen Berge. Einfach nur schön, oder? Wunderschön. Also ich finde diese Main-Spessart-Bahn eine wunderschöne Strecke, muss man wirklich sagen. Allein von der Landschaft her ist einfach ein Traum. Hier an der Schnellstraße vorbei. Wirklich kann man immer wieder gut fahren, muss man wirklich sagen. Dieses Szenario stammt im Übrigen aus dem Creators Club, nennt sich umgeleiteter ICE. Falls ihr danach sucht. ICE 525. Hier so ein bisschen in den Sonnenaufgang rein. Es ist 8 Uhr früh und der Tag beginnt. Also perfektes Timing. Fernverkehrszug hier auf der wundervollen Strecke Main-Spessart. So, da sind die angekündigten 150 jetzt auch. Realität geworden. In Form von Geschwindigkeitsbeschränkung. Wenn das noch 4 Kilometer bis zu unserem ersten Halt in Lohr Bahnhof sind. Ich finde ICE3 kann man immer wieder fahren, ich zumindest. Ich finde, dass das wirklich ein wunderschöner ICE ist. Also sowieso mein Lieblings-ICE. Muss ich ganz klar sagen, ICE3 steht bei mir an allererster Stelle bei den Schnellzügen. Von den lokbespannten Zügen ist da bei mir die 101 vorne und dicht gefolgt der von der 103, die auch wunderschön ist. Und von den Diesel-Loks ganz klar die 218. Also das ist so meine Rankingliste. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist so mein. Ja, so würde ich meine Liste aufschreiben, wenn ich meine Favoriten aufschreiben müsste. Oh, wir sind zu schnell, das wollen wir mal ganz schnell ändern. Das sind jetzt sowieso Bremsen. 1,3 Kilometer, um Gottes Willen. Das ist jetzt. Da habe ich ein bisschen gepennt jetzt, muss ich ehrlich sagen, von dem ganzen Gelaber. Um Himmels Willen. Ich dürfte noch mit den ersten Bahnhof hinwegsausen, das wäre nicht so schön. Aber es sieht eigentlich noch alles ganz gut aus. Ach ja, ja. Das haut noch voll hin. Ist schon bei 65 angekommen, das sollte passen. Ja, ihr seht, so schnell geht das. Wenn man labert und labert ein bisschen und ruckzuck ist man kurz vom ersten Halt und hatte nur noch wenige 100 Meter zum Bremsen. Von 160 oder 150 runter. Das kann dann schon mal sehr eng werden. Im realen Leben ist das wirklich dann kein Spaß, aber hier im Simulator geht das alles noch. Aber im realen Leben, wenn man da sich vertut und verbremst, das ist dann nicht so spaßig. Man muss dann den Zug erstmal wieder zurücksetzen und, ach Gott, mit dem Fahrdienstleiter sprechen und. Das ist dann mitunter nicht so schön. Wenn man dann noch ein Signal überfährt, ein rotes, dann gibt es, oh Gott, dann gibt es ja sowieso Gemecker. Aber ja, wir haben es gerade noch geschafft hier und die Bremse so ein bisschen lösen und uns hier draußen mal ein bisschen umsehen. Sehen, dass hier überhaupt nichts los ist. Da steht ein Fernbus. Ist das überhaupt ein Fernbus oder ein Linienbus? Im Übrigen, da wir gerade vom Fernbus sprechen, nächste Woche, am Wochenende, gibt es wieder ein Szenario aus dem Fernbus-Simulator mit dem Busport Fair System Sound Design. Eine ganz wunderbare Verbindung, die wir euch da rausgesucht haben, die wir für euch fertiggestellt haben.
Seid gespannt drauf. Nächste Woche Samstag oder Sonntag gibt es auf jeden Fall wieder eine neue Folge aus dem Fernbus Simulator. Freut euch darauf. Es wird eine lange Fahrt, das kann ich euch versprechen. Und eine sehr interessante Fahrt, das kann ich euch auch versprechen. Freut euch drauf. Nächste Woche auf meinem Kanal eine weitere Folge Fernbus Simulator. So, jetzt fahren wir hier ab. Aus Lohr. 10 Kilometer ist unser nächster außerplanmäßiger Halt, Wiestal. So, Bremsen sind gelöst, würde ich sagen. Dann können wir loslegen. Der Sound ist einfach nur mega, oder? Ein wunderschöner Sound. Kann man nicht anders sagen. Dieser ICE3 ist wirklich ein richtig schöner Schnellzug. Muss man einfach so sagen. Gepaart mit dem Klimastreifen, also einfach nur traumhaft, kann man nicht anders sagen, ist einfach so, ist meine Meinung. Dazu stehe ich. So, wir können es hier beschleunigen, hier nicht zu viel. Dann sehen wir, dass wir nicht ganz 140 dürfen, aber runter schon mal auf 100 schalten können, weil, wie gesagt, ihr seht es ja, 1,1 Kilometer 100. Dann sollten wir uns auch daran halten. Nicht, dass uns die PZB hier noch Ärger macht. In Form von Zwangsbremsung, das muss nicht sein. So, bin ich ja mal gespannt, wie lange wir jetzt hier mit 100 durch die Gegend fahren. Oder ob das nur ein kleiner Streckenabschnitt ist oder ob wir wirklich jetzt, ja, es ist ein kleiner Streckenabschnitt, ihr seht's. In gut 2 Kilometer dürfen wir dann wieder auf, zumindest schon mal wieder auf 120 beschleunigen. Also das dürfte dann noch reichen bis zum nächsten Halt, weil ihr seht's ja selber, 8,5 Kilometer bis Wiestal. Ich glaube, da lohnt es sich nicht jetzt noch großartig mit 160 hier zu fahren, zu beschleunigen. Aber seht euch das doch mal an, ihr bitte. Diese wunderschöne Kulisse, ist das nicht wunderschön? Mein Gott. Da wollte ich euch was zeigen, da habe ich die Bäume im Weg. Meine Güte. Da, links. Diese wunderschöne Kulisse. Einfach nur traumhaft. Ich sage ja, die Strecke hat es wirklich in sich. Die ist wirklich eine wunderschöne Strecke. Auch links, beziehungsweise rechts. Also einfach nur schön. Wunderschön. Dazu die Sonne, die langsam aufgeht, oder immer weiter aufgeht, aufgegangen ist sie ja schon, aber immer weiter aufgeht. Also einfach nur wunderschön. Man kann ja auch wunderschöne Güterzug-Szenarien spielen auf dieser Strecke. An der Spessart-Rampe mit der Schublokomotive, also da gibt es wirklich wunderschöne Szenarien. Müsst ihr mal gucken. Im Fahrplanmodus, aber auch im Szenarienmodus. Mein Spessart-Strecke oder mein Spessart-Bahn, da gibt es wunderschöne Szenarien mit Güterzügen, Schublokomotive spielen und. Also einfach wunderbar, kann man nicht anders sagen. So, wir dürfen 120 mittlerweile schon. Wenn man den ICE3 so sieht, also ich finde, da kann man nicht genug von bekommen. Ich fahre den immer wieder gerne, ich spiele den immer wieder gerne, ich sehe ihn immer wieder gerne. Also wirklich einer der schönsten Schnellzüge, die wir hier in Deutschland auf der Schiene haben, muss ich wirklich so sagen. Ja. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu schreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr das seht.
Schaut euch das doch mal bitte an. Das ist doch einfach nur zum Träumen. Die Kulisse dahinter im Hintergrund, das ist doch einfach nur wunderschön. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Es ist einfach nur traumhaft. So, wir haben ja ordentlich Steigung, ihr seht. Ist das schon die Spessartrampe hier? Also 0,7 ist schon ordentlich. Auch wie sich die Sonne da oben in das Fenster auf das Spitzenlicht, ja, wie sie da drauf scheint, wie es glänzt. Es ist einfach nur zum Träumen schön. Ja. Wenn man nicht sofort reagiert, dann wird die Dame etwas ungehalten. Ihr habt es gehört. Die lässt sich da nicht lange bitten. Dreimal im Höchstfall. Danach gibt es die Zwangse. Aber Frauen sollte man ja im Allgemeinen nicht warten lassen. Von daher passt das schon ganz gut. Ihr wisst, was ich meine. Sorry, da musste sein. So, steigen wir mal wieder ein hier. Dann nehme ich gleich hier eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 km/h. Da sollten wir drauf reagieren. So, dann sind es noch 3,5 km bis zum nächsten außerplanmäßigen Halt von Wiestal oder in Wiestal. Bahnsteig 2. Also ich glaube nicht, dass im, Planmodus oder im Planverkehr an den beiden Orten gehalten hätte. Wenn er jetzt von Gemünden nach Aschaffenburg fahren würde, dann würde er, glaube ich, nicht planmäßig in Lohr und Wiestal halten. Kann ich mir nicht vorstellen. Sondern würde dann einfach durchfahren von Gemünden nach Aschaffenburg und auch andersrum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Fernzug an den beiden kleinen Bahnhöfen anhält. Kann ich mir nicht vorstellen. Von daher sind das, wie gesagt, die zwei außerplanmäßigen Halte, wie es auch in der Szenariobeschreibung drin stand. So, jetzt haben wir wieder 110, 130. Ich glaube, das können wir uns schenken. Wir haben sowieso keine feste Ankunftszeit. Wir brauchen jetzt für 2 km nicht hier wieder großartig beschleunigen. Ich glaube, das ist verschwendete Energie, würde ich mal sagen. Von daher bleiben wir einfach auf 100 und lassen uns hier schön an den nächsten Haltepunkt ranfahren mit der AFB. Drücken zwischendurch noch die SIFA, bestätigen hier und dann bremsen wir sowieso runter auf 85 bzw. 80. Gut, dass ich nicht beschleunigt habe. Kann ich nämlich, habe es leichter runter zu bremsen. Genau das ist nämlich der Punkt gewesen. Es war mir irgendwie klar, dass da was kommt. Von daher ganz gut überlegt. Ganz gut gemacht. So, haben wir das auch geschafft. Da dürften wir nochmal quittieren. Die sich verdrücken. Jetzt können wir uns wieder befreien. Das nimmt uns ein wenig den Druck. Beschleunigen brauchen wir auch nicht mehr. Wir jetzt, wie gesagt, in 700 Metern ja auch da sind. Und dann sehen wir da auch schon den Haltepunkt, das Zielpunkt. Als ob es geahnt hätte, als ob es wirklich geahnt hätte, dass hier 40 kommt. Habe ich schon mal hingebremst. Nicht ganz getroffen, aber ich war deutlich in der Richtung. Jeden Fall. So. Ja, kommen wir jetzt mal ein bisschen ran rommen hier, hätte ich fast gesagt. An den Zielpunkt. Ich glaube, sie hier vorne schon halten, das wäre ungünstig für die Fahrgäste. Wir müssten dann auf den Gleisen aussteigen, das wäre nicht so geil. Wozu gibt es Bahnsteige? So, auch das hätten wir geschafft.
Das ist eine feine Sache. So, was haben wir hier? Steht ein PKW rum. Ansonsten ist hier auch nicht viel los. An diesem frühen Morgen, da raucht's. Es ist Gott sei Dank weißer Rauch, also nicht umweltschädlich. Das ist ja auch dieser Tage immer so eine Diskussion, ne? Deswegen sollte man auch öfter Bahn fahren, weil die einfach umweltfreundlich sind. Umweltfreundlich sind. Im Gegensatz zu Flugzeugen. Vor allem, wenn man Inlandsflüge macht, da sollte man dann wirklich drüber nachdenken, ob man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, von Berlin nach München fliegt oder von Köln nach München, weiß ich nicht, ob das wirklich sein muss. Ich für meinen Teil würde es nicht machen, ich stehe sowieso nicht so auf Fliegen, aber das ist eine andere Sache. Aber ja, das muss selber jeder selber wissen, ich steige nicht gerne ins Flugzeug und für Inlandsflugzeuge oder Inlandsflüge sowieso schon mal gerade gar nicht. So, jetzt als nächstes dürfte Lauffach. Der nächste halt. Der ist, glaube ich, wieder planmäßig. Glaube ich zumindest. So, auf geht's. 12 Kilometer. Ich kann noch ein wenig aufschalten hier. Oder nee, um Gottes Willen. 45. Uhuhuhu. Da hätte ich mich beinahe böse in die Falle gesetzt. Da steht oben steht ja Geschwindigkeitsbegrenzung 45 km/h. Wir sind ja noch unter Beeinflussung. Um Gottes Willen. Das wäre beinahe schief gegangen. Das wäre ganz böse geworden. So, jetzt können wir uns befreien und jetzt können wir aufschalten. So, jetzt geht's gut. Jetzt können wir auch ordentlich beschleunigen hier. 130. Bleiben wir mal erstmal bei 80. Oder können wir es wagen aufzuschalten? Ja, wir stehen ja nicht unter Beeinflussung. Nö, dann können wir auch aufschalten. Ich dachte jetzt, weil da gerade ein quittierpflichtiges Signal kam, aber anscheinend war das dann noch nicht gütierpflichtig. Zumindest stehen wir nicht unter Beeinflussung. Da können wir auf jeden Fall aufschalten. Auf dem Weg nach Lauffach, zum nächsten Halt. Der Wind pfeift, aber der Wind pfeift in jedem Szenario, egal welches Wetter du hast, egal welches Szenario du fährst, egal welchen Zug du fährst, der pfeift immer. Von daher ist das nichts Ungewöhnliches. Hat auch nichts mit aufkommendem Sturm zu tun. Hat nur damit zu tun, dass das einfach ja, vom TSV selber so gemacht wurde. So, 120. Ist angesagt. Jetzt haben wir schon 1% Steigung hier. Also das gehört natürlich auch zu dem Streckenbild dazu, dass wir hier ordentlich Steigung haben. Das liegt allein schon an der Spessartrampe. So, gleich 90. Ja. Ich habe den Wasser... Ich habe die Wachsamkeitstaste nicht gedrückt. Die habe ich nicht gesehen. Habe ich jetzt nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen, dass sie aufgeleuchtet hat. Das war meine Schuld. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ja, das war meine Schuld. Alles klar. Ja. Ich hab's schlicht nicht gesehen. Dass der aufgeleuchtet ist, dass wir den drücken müssen. War da überhaupt ein Signal, wo wir da vorbeigefahren sind? Ich hab's gar nicht gesehen. Sorry, ich war so am Labern. Naja, passiert. Ach, ich wollte heute mal ein Szenario haben ohne Zwangse. Oh ja, so viel dazu.
haben wir natürlich eine Geschwindigkeitsbeschränkung erstmal von 45. Ach, bis zum nächsten Hauptsignal, dass wir uns befreien können. Das war jetzt blöd. Das hätte nicht sein müssen. Ich hätte einfach den Wachsamkeitstaster drücken sollen müssen. Dann wäre das nicht passiert, aber ja. Ich hab's wirklich nicht gesehen. So weit rechts habe ich nicht geschaut. Ich habe auch das Signal nicht gesehen, an dem wir vorbeigefahren sind, was quittierpflichtig war. Habe ich nicht wahrgenommen. Da kommt wieder eins. Das nehme ich jetzt wahr. Nein. Um Gottes Willen, 40. Den jetzt ab hier. Gleiswechsel? Ganz ruhig. Manche Szenarien entwickeln erst später ihre ganze Würze. Ihr seht selber. Jetzt geht's hier nämlich los. Jetzt wird's richtig tricky wieder. Das können wir uns befreien auf jeden Fall. Güterzug. So, gleich 70, wenn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. Bleiben wir mal bei 40, weil er schon wieder quittierpflichtig. Sifa. Zugbeeinflussung. Doch alles auf einmal. Sonst fahren wir in den Tunnel rein. Erinnert ihr euch noch? Ja, genau. In einem anderen Szenario, was auf meinem Kanal online steht, sind wir mal in einem RE hier lang gefahren. Und wollten auch nach Aschaffenburg bzw. Gminden. Kamen aber dort leider nicht einmal hinter diesem Tunnel. Ein Güterzug im Weg stand. Wisst ihr es noch? Genau das, der Tunnel ist das. Wollen wir mal hoffen, dass diesmal der Güterzug dort verschwunden ist. Nicht, dass unser Szenario hier wieder kaputt ist. Es ist, wie gesagt, ein Szenario aus dem Creators Club. Nur mal so viel dazu. Auch das letzte, was dann nie abrupt endete, war aus dem Creators Club. Da hatten wir nämlich hinter dem Tunnel rot und ja, kamen da einfach nicht weiter, weil ein Güterzug im Weg stand auf unserem Fahrweg. Und ja, dort endete dann das Szenario, weil er einfach nicht weiterfuhr. So, hier hatten wir rot, genau an diesem Signal. Ne, das Signal, was da vorne kommt, genau. Was da jetzt grün ist. Das müsste es gewesen sein. Oder? Da tue ich mich jetzt. Ich glaube, ich vertue mich. Aber es war auf jeden Fall die gleiche Strecke. Ne, gar nicht. Wir sind in der entgegengesetzte. Genau, wir sind entgegengesetzt gefahren. Wir fahren jetzt nach Aschaffenburg. Und in dem anderen Szenario sind wir nach Gminden gefahren. Genau, wir sind entgegengesetzt gefahren. Es war aber der gleiche Tunnel und der gleiche... Ja. Wir sind entgegengesetzt gefahren. Genau so war es. So, wir dürften mal langsam aufschalten, ja? Sollten wir das auch tun?
So, 4,5 Kilometer noch bis Laufach. Wieder eine wunderschöne Kulisse hier. Schaut euch das bitte mal an. Das ist doch einfach nur wunderschön. Oder? Wunderschön. Einfach nur schön. Genießt es einfach mal. So, wir könnten die Leistung wegnehmen, weil wir, wie gesagt, ihr seht es ja, gleich schon in Lauffach sind. Ein bisschen runterbremsen auf 60. Und dann sind wir in Laufach. Husten habe ich noch. So, das können wir, glaube ich, schon mal ein bisschen Leistung stellen. Spielen mit der AFB ein bisschen so. Bremse lassen wir, glaube ich, noch. Weil wegfahren wird er nicht. Wir haben ja AFB auf 0. Daher können wir die Bremse auch lösen. Und dann können wir uns hier mal ein bisschen umsehen in Lauffach. Und sehen, dass abermals nichts los ist. Ist gerade irgendwie die falsche Zeit. Dafür, dass wir irgendwie Rush Hour haben oder so. Jetzt hier mal so ein bisschen in Lauffach umsehen. Sehen, dass hier viele Häuser stehen, viele Einfamilienhäuser hinten, mehr Familienhäuser. Aber ansonsten ist das eine sehr ruhige Gegend hier scheinbar. So, Türen verriegeln. Schließvorgang eingeleitet. Na, das ist doch wunderschön. Und dann würde ich sagen, fahren wir die letzten 10 Kilometer zu unserem Endhalt Aschaffenburg. Und zwar wieder auf B.
Also Sound ist einfach nur geil. Sorry, aber er ist einfach nur geil. Da hinten. Fährt er weg. Unser ICE 3. ICE 525. Weg Isa. Weg Isa. So, dann haben wir das Szenario auch gleich geschafft. Ich würde sagen, so gute 40 Minuten nimmt das wohl in Anspruch mit Vorgeplänkeln und so weiter. Mit Zwangsbremsung, die zählt eigentlich nicht zum Zeitfenster des Szenarios dazu. Die habe ich mir selber da reingebockt. Aber ja, auch das gehört dazu. Also so roundabout eine halbe Stunde könnt ihr rechnen. Also reine Szenario-Dauer ohne Zwangse. Die Autobahn rechts, einfach nur wunderschön. Ich liebe sowas. Autobahnüberfahrten, Straßenüberfahrten, andere Gleise, Gleisabschnitte überfahrten und ach, ich liebe das einfach. Ich mag das. Ich mag auch riesen, ich mag auch große Bahnhöfe, wo man ja Osnabrück zum Beispiel ist ja auch so ein Kreuzungsbahnhof und München und oder Köln, wenn man Richtung Koblenz fährt. Wenn man da diese Linkskurve fährt, ist einfach nur wunderschön. Wunderschön. Auch jetzt dürfen wir zum ersten Mal gleich auf den letzten Metern 160 fahren, zum allerersten Mal in diesem Szenario. Das ist doch mal was wert, oder? Für ein paar Kilometer dürfen wir jetzt 160 fahren. Ich glaub's nicht. Für 3 Kilometer. Nicht mal. Lustig, ja, fast gar nicht. Ach du Sch. Ich hätte es fast gesagt, ne? Ihr seht selber. Ein rotes Signal. War denn jetzt plötzlich rot, um Gottes Willen? Ach so schön, im Beschleunigen auf 160 hier, da kommen die ja mit rot an. Ich glaube, ich werde nicht mehr. So, jetzt kommt nämlich gleich der 500 Hz-Magnet, nämlich hier vorne direkt. Wenn man nämlich da zu schnell ist, dann gibt es die Zwangse. Sollte unter 24 bleiben. Kurz vor Ende wird das Szenario noch mal spannend. Warum auch immer wir rot haben. Nicht, dass das wieder ein Bug ist. Das wäre jetzt scheiße. An dem wird es ja wohl kaum liegen, oder? Ach, wir haben grün. Ja, wunderbar. Geht doch.
Dürfen wir vor unter 24 bleiben? So, jetzt können wir aufschalten. Oh ja, ihr habt es selber gesehen, ne? Man hat nicht viel Zeit da zu reagieren. 1,4 Kilometer rotes Signal von 160 runter. Da muss man reagieren. Also das ist wirklich kein Spaß. Also da geht es wirklich um Sekunden und Minuten. Das ist wirklich so. Also man hatte nicht besonders viel Zeit runter zu kommen auf die Geschwindigkeit, die da gefordert ist. Dann kommt ja auch ruckzuck. So. Mal wieder die Geschichte hier. So, haben wir soweit unter Kontrolle. Kommt das rote, beziehungsweise der 500 Hertz Magnet. Jeden Moment, da ist er. So, den haben wir auch quittiert, unter 24 sind wir. Und dann können wir die Leistung wegnehmen, dann gleich ganz bequem anhalten. Ach, das ist wieder so nah an dem Punkt hier, das scheiß rote Signal. Mag ich ja gar nicht. Ja, passt schon. So, das haben wir geschafft. Entriegeln die Türen. Ist die falsche geöffnet oder wie? Hä? Schließvorgang eingeleitet. Geht denn jetzt ab hier? Das jetzt verstehen. Ja, jetzt hat das.
Wollte gerade sagen, irgendwas stimmt doch nicht. Dann können wir vielleicht noch abrüsten, das wäre ja noch geil, oder? Wir sind ja hier am Ende angekommen. Nee, der muss auf neutral bleiben, ne? Geht ja nicht. Muss man ausmachen. So geht's. Störung, Störung. Zug Beeinflussung. Jo, ach, scheiße. Warum geht das denn jetzt nicht weiter? Ich Idiot. Störung, Störung. Geht das nicht, wenn ich den abrüste, gehen die Türen nicht weiter? Wird nie gesperrt. Was ist das denn für ein Blödsinn? Kann auch irgendwie nicht sein, oder? Entriegeln. Ich verstehe es hier gar nicht mehr. Geht denn hier ab? Das ist ja wieder für ein blödes Ende. Türen geöffnet. Sag bloß, die müssen auch geöffnet werden. Dass das daran liegt. Kann ja wohl nicht stimmen. Das gibt's nicht. Daran liegt das? Ich glaube, ich spinne. Naja, lass mal. Lass mal das einfach. Dann rüsten wir die Kiste trotzdem ab. So. Ihr seht, ICE 525 München Hauptbahnhof. Der nächste muss die den ICE3 wieder aufrüsten. Ihr seht, wir haben eigentlich unser, ja, wie gesagt, Haltezeiten gab es ja nicht. Eine Goldmedaille gab es auch nicht. Ihr wisst, im Creators Club gibt es das nicht. Wir haben benötigt 47 Minuten 24 Sekunden für eine gefahrene Distanz von 51,49 Kilometer. Ja, wenn euch dieses Szenario gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann, wie gesagt, nächste Woche wieder am nächsten Wochenende. Wie gesagt, denkt daran, es gibt nächste Woche ein neues oder eine weitere Folge aus dem Fernbus-Simulator Busbot Fair System Sound Design mit einer wunderschönen Strecke, die wir da fahren werden. So viel schon mal vorweg. Es wird ein etwas längeres Szenario. Freut euch drauf. Wie gesagt, habt eine schöne Woche. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das. Ja. Wenn ihr an einer Kanalmitgliedschaft interessiert seid, informiert euch auf meinem Kanal. Dort steht alles soweit beschrieben. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss. Macht's gut. Ihr könnt mir auch gerne noch eine Spende hinterlassen. Ich habe ja alles in meiner Community gepostet, wie das zu machen ist. Der Link dorthin ist auch dort zu finden. Jeder Euro hilft. Ihr würdet mir wirklich sehr helfen. Jeder Euro, der an mir gespendet wird, wird in neue DLCs und in neue Games investiert, die ich euch dann wieder präsentiere. Also im Endeffekt habt ihr auch was davon. Denkt mal drüber nach, schaut euch an. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen und mir sehr helfen. Ja, was soll ich noch sagen? Habt eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Euer der Danny Spieters. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, servus und tschüss.